Hangover, Heroes und Hello Hollywood meets OCV. So das diesjährige Motto der Olsnitzer Karnevalsvereinigung. Und das bedeutet eine ganze Menge Stars, eine noch größere Menge Sternchen und unglaublich viel Glamour. Legenden der amerikanischen Filmindustrie werden zu Gast sein, ebenso wie die Schönen der Branche. Aber beginnen wollen wir mit denen, die weder legendär noch irgendwie schön sind. Aber immerhin haben sie es geschafft, Hollywood nach Oelsnitz zu bringen. Herr Kapellmeister Heimann, ein Marsch für unseren Emperor! ADAC-Umfrage handelt es sich hier bei den Herren um die bestaussehendsten Minister Deutschlands. Das würden wir jetzt mal so bewerten. Aber das nützt Ihnen ja nichts, denn der Elferat, der dümpelt sozusagen heute Abend am Rande des roten Teppichs herum, ganz im Gegensatz zu unserer musikalischen Begleitung aus Oelsnitz, Ortsteil Neuwürschnitz. Für euch mit dabei, roter Teppich hin, Oscar her. Wir brauchen natürlich in dieser Saison auch eine neue Regentschaft. Der Walk of Fame wird bestritten durch unser Prinzenpaar. So, jetzt kommt der große Moment, auf den ihr ja hoffentlich alle schon
hingefiebert hat. Das Warten hat ein Ende, liebe Herren und Herren, denn nun wird das Prinzenpaar für euch unten im Saale die Kussfreiheit eröffnen. Gell, macht ihr gern los. So, los geht's. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich küsse jetzt, bis ich bis 10 gezählt habe. Und dann ist das eigentlich schon erledigt. Ist eigentlich nur eine Formalität. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7. Ist das eine karnevalistische Tradition, das mit der Kussfreiheit, damit die dann auch richtig ausgeführt werden kann? Im Heiratsbüro. Deshalb machen wir das jetzt. Und 8 und 9 und 10. Ich erkläre die Kussfreiheit für eröffnet und auf euch und auf die Kussfreiheit ein. Erstmal richtig geschunkelt. Versprich 2, 3, 4,
bitte nun das Prinzenpaar auf den Ihnen zustehenden Thron und die Herren Minister bitte schön hier im närrischen Kabinett sich festzusetzen. Und liebe Närrinnen und Narren, ihr seht hier eine Super-Slow-Mo dargestellt vom Elferrat und die geben sich ja richtig Mühe, dass das